zur letzten Session heute. Hi Julian, schön, dass du da bist. Natürlich Gratulation erstmal zum Listmaker. Und bin sehr, sehr glücklich, dass du hier bist, denn du bist gerade erst gelandet. Das heißt, du bist ganz schnell ins Hotel gehetzt, um mit uns sprechen zu können. Vielen, vielen Dank dafür. Hi Sophie, freut mich sehr, sehr hier zu sein und natürlich es auf die Liste geschafft zu haben. Genau, ich bin jetzt noch nicht mal im Hotel. Ich bin noch in Berlin am Flughafen in der Airport Lounge. Also ich hoffe, ihr hört mich gut und seht mich gut, aber ich wollte es mir wirklich nicht nehmen lassen, hier zu sein. Freut mich mega. Das wissen wir zu schätzen und es klingt wunderbar bislang und sieht super aus. Kurz zu dir, du bist Gründer und Geschäftsführer der Bitcoin App Relay. Ihr nennt es Europe's Easiest Bitcoin App. Im Sommer 2019 hast du das Unternehmen gegründet, 2020 an den Markt gebracht und seitdem 5 Millionen Euro an Risikokapital eingesammelt, ein Team von 20 Mitarbeitern aufgebaut und über 40.000 aktive Kunden in ganz Europa gewonnen. Dir gehört auch das Beratungsunternehmen CCFI im Bereich Kryptofinanzwesen. Das mal kurz zu dir. Und bevor wir beiden jetzt ins Gespräch kommen, nochmal die Erinnerung an alle, die zuschauen, gerne Fragen ins Slido-Tool zu packen. Und die baue ich dann ein, wenn sie passen oder eben am Ende, wenn wir noch Zeit haben. Julian, kannst du uns deine Faszination für Bitcoin mal erklären und wie man überhaupt das erste Mal mit Bitcoin in Berührung kommt? Ja, genau. Ich bin diesem Bitcoin-Space oder bin zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Bitcoin 2015. Da hat mir ein Freund, der wirklich so ein Tech-Nerd ist, davon erzählt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt und Kryptowährungen und so weiter. Und was mich einfach fasziniert hat, ist, dass es eine Art Geld gibt, die vollkommen digital ist, die man 24/7 traden kann oder hin und her schicken kann, transferieren kann um die ganze Welt, ohne dass man dafür eine zentrale Partei wie zum Beispiel eine Bank benötigt und eben auch total unabhängig ist von Regierungen. Also ein Geld, das eigentlich frei ist von irgendwelchen Abhängigkeiten eben zu Banken, Zentralbanken oder Regierungen. Und das hat mich damals fasziniert und bis heute eigentlich nicht mehr losgelassen. Deshalb habe ich eben mich jetzt auch unternehmerisch und beruflich in diesen Space bewegt. Du hast jetzt vor allem die Funktion des Austausches quasi als Tauschmittel in den Vordergrund gestellt, die ich auch sehr spannend finde. Vielleicht können wir mal auf die der Wertaufbewahrung schauen. Was viele sehen, was ich auch sehe, wenn ich drauf gucke, was du sicherlich auch siehst, ist die verrückte Volatilität von Bitcoin. Und deswegen lasse ich dich mal, nehme das gar nicht in den Mund, sondern ich lasse dich mal auf Warren Buffett antworten, der vielleicht bekannteste und erfolgreichste Investor der Welt. Buffett hat mal gesagt, er würde Bitcoin nicht nur nicht kaufen, sondern irgendwie nicht mal geschenkt haben wollen. Zitat wortwörtlich, ich weiß nicht, ob es steigen oder fallen wird, aber was ich weiß, es produziert nichts. Ja? Also im Vergleich, was er damit meint, ein Unternehmen hat Mitarbeiter, hat Produkte, da wechselt vielleicht mal der CEO, es wird ein spannendes neues Unternehmen akquiriert, also es passiert ständig was und im besten Fall kann man auf Fundamentaldaten basierend eine Entscheidung treffen, ob man investieren möchte oder nicht. Was sagst du zu Bitcoin, wenn es darum geht, dass Warren Buffett ja wirklich nicht so viel davon hält? Ja, genau. Warren Buffett hält zum Beispiel auch nicht viel von Gold. Er ist halt wirklich ein Value Investor, der in Aktien investiert und er findet Aktien halt super und alles andere findet er nicht so toll. Wir von Bitcoin finden dafür Fiat-Währungen nicht so toll. Und alles, was er drin investiert, ist halt basiert auf Fiat-Währungen und halt eben gesteuert durch die ewig expandierende Geldmenge durch die Zentralbanken, oder? Und schlussendlich, ja, Bitcoin ist volatil, kurzfristig volatil, aber langfristig eigentlich stetig entwickelt sich der Wert nach oben, oder? Also wenn du 10 Jahre zurückschaust, wo der Bitcoin im Wert damals war, hat er sich mittlerweile um die 100-120% pro Jahr im Schnitt hochgearbeitet, währenddessen Fiat-Währungen eigentlich kurzfristig
Also das Gegenteil, sind eigentlich kurzfristig stabil, aber langfristig verlieren die eben ihren Wert, wie wir jetzt sehen bei gerade in den USA, aber auch in Europa, US-Dollar, Euro um die 10% jährliche Inflation, oder? Und es gibt eigentlich keine wirkliche Spartechnologie aktuell außer Gold. Und Bitcoin versucht jetzt eben eine digitale Spartechnologie zu sein und damit man eben nicht wie Warren Buffett am Markt spekulieren muss, um seine Kaufkraft zu erhalten mit seinen Ersparnissen, sondern dass man eben mit Bitcoin eine Form von langfristig stabil wertsteigerndem Geld haben kann. Und was man vielleicht auch noch zu Warren Buffett sagen muss, ich meine, ich respektiere extrem, was er gemacht hat, habe viele Bücher gelesen von ihm und ist unter anderem schon auch ein Vorbild. Aber nebst, dass er einer der erfolgreichsten Investoren ist, ist er halt auch einer der ältesten Investoren. Und es ist halt auch schon ganz klar so, dass die jungen Generationen sicher affiner sind und mehr verstehen über digitale Anlagevehikel als eben der 80 oder wahrscheinlich schon 90-jährige Warren Buffett, oder? Ja, ich glaube, er ist in seinen 90ern sogar. Du hast was ganz Spannendes angesprochen, wo ich nochmal gleich reingehen möchte, nämlich HODL, also Hold on for dear life. Das ist so ein Saying, das wirkt auf mich manchmal fast wie eine Anlagestrategie bei Bitcoin. Und du hast es gesagt, es ist eben ein langfristiges Investment und dass man eben möglichst halten sollte. Und da kann ich auch mal einen deiner letzten Tweets zitieren. Bitcoin-Unternehmen wollen deine Bitcoin nicht halten, sie wollen, dass du deine Bitcoin hältst. Also Langzeit eben, und das siehst du als Anlagestrategie, hast du vorhin schon quasi angedeutet. Ich habe eine Frage aus dem Publikum bekommen, die ich passend finde. Warum eigentlich gerade Bitcoin und keine andere Kryptowährung? Es gibt ja noch so viele andere. Absolut, sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Eben Relay bietet halt nur Bitcoin an und es gibt ja aber mittlerweile über 20.000 verschiedene andere Kryptowährungen, die eigentlich alle nach Bitcoin quasi als entweder Imitatoren oder dann auch irgendwie Versuche, Bitcoin irgendwo durch zu verbessern, sich entfaltet haben. Das ist, finde ich, auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Das finde ich gut, dass man mit der Blockchain-Technologie noch experimentiert und andere Dinge, andere Anwendungsfälle versucht anzugehen. Und das machen diese. Es gibt einfach einen fundamentalen Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen. Und das ist, dass Bitcoin wirklich dezentral ist. Bitcoin hat keinen CEO, hat keinen bekannten Gründer, hat kein zentrales Team, hat keine Firma oder keine Stiftung dahinter. Und das heißt, es ist eigentlich diese digitale Commodity, ein digitaler Rohstoff und wird, by the way, auch so reguliert bereits in den USA und wird auch weltweit so reguliert werden. Also ist total neutral und unabhängig und kann eben auch nicht gestoppt werden und kann auch nicht einfach manipuliert werden, geändert werden. Man kann nicht einfach Bitcoin drucken, wie das halt bei Zentralbanken so ist und eben auch bei anderen Kryptowährungen. Also bei allen anderen 21.000 whatever Kryptowährungen handelt es sich eigentlich um Startups, die irgendwo durch eine Firma, durch eine Stiftung, durch ein zentrales Team, durch einen Gründer geführt werden. Und das sieht man zum Beispiel auch bei der zweitgrößten Kryptowährung Ether. Da kann sehr viel durch die Gründer noch bestimmt werden und da werden fundamentale Policies geändert und dann muss man halt einfach diesem Team vertrauen. Das kann spannend sein, kann Potenzial haben, aber aus Investmentperspektive sind die zu behandeln wie Venture Capital eigentlich, also Risikokapital, hochspekulative Startups, die sich einfach die Blockchain-Technologie zunutze machen. Und wie es halt bei Startups so ist, 9 von 10 werden es nicht schaffen. Also 9 von 10 scheitern. Und das sieht man auch. Also von diesen 20.000 sind mehr als 10.000 bereits jetzt irrelevant, haben eigentlich keine Aktivität mehr, keine wirkliche Volumen mehr, Handelsvolumen. Also die sind quasi tot. Und Bitcoin ist eben halt seit 14 Jahren da und wird immer größer und ist nach wie vor die Nummer eins mit der größten Dominanz, weil Bitcoin eben wirklich das digitale Gold, diese Spartechnologie ist langfristig, Sound Money und das Potenzial hat, eine globale Reservewährung zu werden oder eben als digitales Gold, Wertmittelerhaltung zu fungieren. Und alle anderen Kryptowährungen haben eigentlich auch andere Ziele.
da vielleicht direkt mal die Frage, um so allgegenwärtig zu werden, ist es natürlich auch wichtig, wie verbreitet, sag ich mal, Bitcoin ist. Glaubst du eigentlich, dass Bitcoin für jeden was ist als Investment und dass es wichtig ist, jedem den Zugang quasi zu gewähren? Ja, da muss ich natürlich mit Ja antworten. Das ist ja genau die Vision und Mission unserer Firma Relay. Wir wollen es so einfach wie möglich machen, jedem Mensch auf der Welt Zugang haben zu Bitcoin, weil wir eben fest glauben, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist langfristig, um seinen Wert, seine Ersparnis zu halten. Und ich meine, wir wollen niemanden überzeugen davon. Wir wollen einfach ausbilden und eine ganz einfache Möglichkeit bieten. Und ich glaube schon, dass es für jedermann was ist, weil es eigentlich sehr einfach ist. Es ist einfacher, in Bitcoin zu investieren, als in Gold zu investieren oder in Aktien zu investieren oder in Anleihen oder in Immobilien. Es ist super einfach, du kannst Relay runterladen, innerhalb von einer Minute, ab 10 Euro bereits, 24/7 kannst du mit wenigen Klicks Bitcoin kaufen, oder? Und was viele von unseren Leuten da halt auch machen, ist einen Sparplan einrichten. Also die haben zum Beispiel 10, 20 Euro pro Woche oder Monat langfristig dann in Bitcoin quasi wie ein Sparplan, oder? Und wenn du dir überlegst, heute, klar, es ist noch sehr volatil. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute noch irgendwie Angst haben davor, vor Bitcoin, weil sie ihr Geld nicht verlieren wollen. Man muss ja nicht gleich einen ganzen Bitcoin kaufen. Man kann eben ab 10 Euro bereits in Bitcoin investieren. Das heißt, warum nicht von seinem ganzen Vermögen, sagen wir 1% in Bitcoin allozieren. Was du dafür kriegst, ist eine unglaubliche Upside, potenziell, weil es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Die Nachfrage wird steigen durch die jüngeren Generationen, die jetzt mehr und mehr Bitcoin eben kaufen möchten. Jetzt aktuell nur etwa 10% der Menschheit hält Bitcoin. Also wie wenn das auf 50 oder mehr Prozent steigen wird in den nächsten 10 Jahren, ist das Potenzial sehr, sehr hoch. Und du hast eigentlich eine Alternative zum Finanzsystem, traditionellen Fiat-Finanzsystem. Also wenn da alles zusammenbricht, eine Wirtschaftskrise gibt oder die Inflation ins Bodenlose wächst, dann hast du damit eigentlich eine Versicherungspolice mit Bitcoin, weil Bitcoin eigentlich unabhängig davon ist und dem nichts passieren kann. Und wenn du 1% deines Portfolios da rein investierst, dann ist das die Downside limitiert auf 1%. Also noch wenn Bitcoin sogar auf 0 gehen würde, verlierst du 1% deines Portfolios. Das kann jeder verkraften. Was du aber dafür kriegst, ist eben eine unglaubliche Upside, meiner Meinung nach. Was ja bei vielen Anlagestrategien eine große Rolle spielt, ist, dass man das, woran man investiert, versteht. Ich denke, das ist bei Bitcoin und bei Blockchain, das ist sicherlich besser geworden. Aber ich fürchte manchmal, da ist so ein bisschen das Problem sozusagen begraben, dass viele Menschen entweder glauben, es zu verstehen oder es eigentlich gar nicht verstehen und deswegen vielleicht eben auch fernbleiben. Und was ich da so spannend finde, ist, wo du herkommst und dass du ja auch gesagt hast, also 2015 war irgendwie so noch nie was davon gehört. Was ist das? Vielleicht kannst du uns ein bisschen Hintergrund dazu geben, wo du eigentlich herkommst und wie du das überbrückt hast, diesen großen Unterschied zu dem, was du wusstest und was du jetzt weißt. Ja, genau. Ich finde es wichtig, dass man es versteht, aber man kann es auf einem sehr oberflächlichen Level verstehen. Also das ist ja wie, du verstehst dein Auto, wahrscheinlich wie ein Auto funktioniert, verstehst du auch nicht im Detail, aber du verstehst, was es für dich für einen Wert haben kann, oder? Dasselbe mit dem Smartphone, dasselbe mit dem Internet. Wir nutzen das jeden Tag. Wir sehen, was das für einen Added Value bringt. Wir müssen ja nicht im Detail verstehen, wie das technisch funktioniert. Und bei Bitcoin, wenn man versteht, dass das eben unabhängig ist von Banken und Regierungen und dem Finanzsystem. Und es gibt nur 21 Millionen, es ist begrenzt, es ist knapp, also die Nachfrage wird größer, aber der Bestand bleibt derselbe, dann ist das eigentlich alles, was man verstehen muss, dass das eben als Anlage einen Sinn macht. Und ich war, genau, ich komme nicht aus dem technischen Bereich. Ich verstehe auch jetzt noch nicht, wie genau Bitcoin im Detail programmiert ist. Ich verstehe einfach, dass es seit 14 Jahren auf dem Markt ist und dass zu Spitzenzeiten fast 1 Billion in Wert darin in diesem Netzwerk gesichert wurde und es noch nie gehackt wurde. Und das reicht mir eigentlich, um zu sehen, dass es eben unglaublich neutral ist und unglaublich sicher ist, und ich damit
dem eigentlich mehr vertraue mit meinem Geld als eben den Banken und Regierungen. Und ich habe dann einfach eben durch viele Gespräche mit Leuten, die das besser verstanden haben als ich, habe ich das gelernt und viel Recherche betrieben. Damals gab es noch nicht so viele Informationen online darüber. Heute gibt es ja schon allein bei Relay auf dem Blog hat es mehrere Podcasts und Artikel, und wir machen regelmäßige Social Media Posts und so weiter. Also es gibt unglaublich viel, das man heute recherchieren kann. Ich glaube, wenn man sich ein paar Stunden Zeit nimmt und die richtigen Sachen über dieses Thema liest, dann hat man es genug verstanden, um zumindest mal mit einem kleinen Betrag anfangen zu investieren. Und dann ist es üblicherweise eine längere Journey, bis man das wirklich begreift. Und das ist auch total okay. Ein Gegenwind von Bitcoin, von Kryptowährungen, aber insgesamt ist ja immer wieder die Regierung, die Regulierungsbehörden, wo auch manchmal so der Eindruck entsteht, das war zum Beispiel hier in den USA mit der Börsenaufsicht so, haben die Regulierer eigentlich genug Ahnung davon, was sie eigentlich regulieren wollen, ja? Und du hast getweetet, dass du mit einem Dutzend Schweizer Parlamentarier über Bitcoin gesprochen hast. Du hast auch darum gebeten, deine Follower zu sagen, welche Themen sollten die Politiker eigentlich besser verstehen. Und da du ja in der Kryptonation schon lebst und die Schweiz eben da anscheinend recht geschickt scheint bislang, würde mich mal interessieren, wie du dieses Treffen erlebt hast und was dabei eigentlich rausgekommen ist, wenn du das zusammenfassen kannst. Es war unglaublich spannend für mich zu sehen, dass es heute schon eine parlamentarische Arbeitsgruppe gibt, bestehend aus Großräten vor allem und auch einem Nationalrat, also eigentlich der zweit- und dritthöchsten politischen Ebene in der Schweiz. Also von 160 Großräten sind bereits 15 in dieser Arbeitsgruppe, also ungefähr 10% der Schweizer Politiker, kann man so sagen, hat das Thema wirklich verstanden und beschäftigt sich regelmäßig damit, tauscht sich regelmäßig über dieses Thema aus, und es sind sogar schon politische Vorstöße in Arbeit, oder? Dass dieses Thema eigentlich an die breite Masse auch politisch zu bringen und wirklich das umzusetzen, die Adoption von Bitcoin umzusetzen. Und wir waren uns in diesem Raum alle einig, dass wir eigentlich wie 1998 beim Internet jetzt sind, oder? Es gibt 300 Millionen Bitcoin-Nutzer heute weltweit. Das ist genau die Zahl der Internetnutzer in 1998, also noch vor dem ganzen Crash, den es gegeben hat, vor der Dotcom-Bubble, bevor eigentlich Facebook, Amazon, Google und all diese großen Internet-Companies wirklich Fahrt aufgenommen haben. Und ich glaube, der Konsens war wirklich, wir sind noch extrem früh, sowohl politisch als auch gesamtgesellschaftlich, aber der Konsens war auch ganz klar, das kommt. Und gerade libertär eingestellte Politiker sind sehr, sehr offen für dieses Thema und finden es sehr, sehr spannend. Mhm. Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast nochmal und für die Einblicke.